Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Makarov Complex Box von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Makarov Complex von Capital Bra, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier eine Box in Camouflage-Optik. Hier lesen wir einmal groß in roter Schrift Capital Bra, darunter Makarov Complex. Dann haben wir noch zwei Pistolen, in dem Fall zwei Makarovs, abgebildet. Und hier lesen wir dann auch nochmals Makarov Complex. Das Ganze in einer Camouflage-Optik. Und wir haben dann hier auch noch diverse Sachen in so einer speziellen Glanzoptik, die man hier nur im Licht sieht. Also hier rundherum so ein Rahmen. Dann hier noch das Logo. Und hier oben lesen wir dann auch nochmals Makarov Complex. Hier unten ebenfalls. Das Ganze hier nur im Licht erkennbar. Auf der rechten Seite haben wir dann diesen Stern und hier lesen wir dann noch Kuku. Oben ebenfalls wieder das Logo. Und auf der linken Seite lesen wir dann auch nochmals Team Kuku, diesen Stern und das Logo der Ukraine. Dann haben wir hier noch einen Barcode mit drauf. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Album-CD, Instrumentals, Bonus-EP, das sind 5 exklusive Bonus-Tracks. Dann die King Khalil EP mit 5 exklusiven Tracks. Fanschal, Grinder-Karte, Sticker, 3 Stück und ein A0-Poster unterschrieben. Credits und Barcode. Und auch hier hinten wieder speziell in dieser Kipp-Optik zu sehen. Gut, das Ganze ist eine reguläre Clubbox, geht hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Fanschal. Dann die Kreide EP, also Bonus EP Nummer 1. Dann haben wir die O Kolleg Bonus EP. Die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Dann haben wir 2 Sticker. Warum nicht 3? Ich muss ehrlich sagen, ich kann es euch nicht beantworten. Als ich die Box damals gekauft habe, waren bei mir leider nur 2 Sticker drin. Ich zeige euch gleich dann noch, wie der dritte ausgesehen hätte. Dann haben wir die Grinder-Karte und das Poster in A0. Von innen die Box glatt weiß. Und nachdem hier diese Grinder-Karte und der Fanschal noch eingepackt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Aber da ist das Messer gar nicht notwendig, weil auch hier haben wir so etwas zum Abziehen. Jawohl. Gut, Messer und Folie packen wir weg. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Makarov Complex und wir sehen hier Capital Bra von der Seite etwas verwischt in der Optik, weil das Ganze irgendwie so speziell gerade in Bewegung aufgenommen. Wir haben hier ein Standard Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch Capital Bra Makarov Complex und auf der Rückseite haben wir dann den Hinterkopf von Capital und die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Wir haben hier jede Menge Features. Wir haben Features von Contra K, Yoshimitsu, Alex, King Khalil, AK außer Kontrolle, nochmals King Khalil, Uvo 361, Bones MC, Haze und ich glaube, das war soweit. Ja, also hochkarätige Features, auch wieder Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Also wir haben hier auch wieder Interpret und Albumtitel. Dann hier Capital mit seiner üblichen Handgeste. Und weitere Aufnahmen des Interpreten. Was steht hier? Hohenschönhausen, ja. Da ist er ja meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach, aufgewachsen. Also, jede Menge Fotos hier. Dann hier Team Kuku, in dem Fall Trilon, Kapi und King Khalil. Alle drei mit dieser typischen Geste dieser drei Affen, also nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Dann ja auch nochmals Team Kuku vereint.
So sieht das aus. Und dann haben wir zum Abschluss noch die Credits zum Album. Gut. Dann kommen wir zur Album-CD. Sieht so aus, in schwarz, rot und grün gehalten. Und auf der Rückseite auch wieder Kapital. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Sind vom Cover her ident, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Diese kommen in einer Papphülle. Hier haben wir 14 Tracks. Also 14 Tracks ergeben 14 Instrumentals. Wir haben keine Skits auf dem Album. Dementsprechend auch 14 Beats. 14 Instrumentals. So sieht die CD aus. Kommt in einer Papphülle. Dann haben wir Bonus-EP Nummer 1. Und zwar ist das die Bonus-EP von Kapital, O Kolleg. Hier haben wir auch 5 Tracks mit dabei. Hier lesen wir Features von King Khalil, zweimal Yoshimitsu und Prinz Pi. Hier haben wir auch noch die Infos zu den Beats etc. Nachdem es hier kein Booklet gibt. So sieht die CD aus. Das Ganze ebenfalls in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Und eine zweite Bonus-EP ist auch noch dabei, und zwar die Kreide-EP von King Khalil, den wir hier mit Barcelona Trainingsanzug sehen. Und auch hier wieder 5 Tracks mit drauf, 3 Solo-Tracks und 2 Tracks mit Capital Bra. Die CD in schwarz und weiß gehalten. So sieht das aus. Also insgesamt 3 Papphüllen und ein Standard-Toolcase, was die Musik betrifft. Dann haben wir 2 Sticker, und zwar haben wir einmal diesen hier, rund, Capital Bra, und dann haben wir diesen hier quadratisch, den Cover-Sticker. Und normalerweise sollte auch noch ein dritter Sticker dabei sein, den zeige ich euch ganz kurz auf der Abbildung. Und zwar sollte das Ganze dann eben so aussehen. Also wir haben hier den Boxinhalt aufgelistet, aufgezeigt, und hier sehen wir die 3 Sticker. Also der Sticker, der jetzt bei mir fehlt, ist in diesem Fall dann dieser hier, dieser Team Kuku Sticker. Der war bei mir leider nicht dabei. Ich hoffe, dass er in eurer Box dabei war. Gut, dann haben wir mit dabei eine Grinder-Karte. Diese kommt in so einem kleinen Etui, in so einer Papphülle. Hier auch wieder das Logo, und hier lesen wir wieder Team Kuku. Und so sieht dann die Grinder-Karte aus, glatt in Silber gehalten. Capital Bra lesen wir hier, und hier unten haben wir dann diese Reibefläche, womit man diverse Sachen hier zerreiben kann, je nachdem, was für Substanzen oder was für Sachen ihr damit zerreiben wollt. Dann haben wir mit dabei ein Poster, und das ist echt riesig, nämlich ist das in der Größe A0. Ich werde das gar nicht ganz auf die Kamera bringen, aber wir schauen es uns einfach mal an. Also wir haben hier Capital in einer Camouflage-Jacke von Adidas. So sieht das aus, die beiden Hände erhoben. Natürlich Gucci Cap mit am Start. Und ganz oben lesen wir noch Capital Bra Makarov Komplex. Und die Besonderheit an diesem Poster, schauen wir uns auch noch gleich an, das Ganze wurde hier unten rechts mit silbernem Stift unterschrieben. Und zwar lesen wir hier Capital Bra. Also das hier anstatt einer Autogrammkarte. Schön gemacht. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch einen Schal mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal einen rot-grünen Schal, rote Fransen, dann hier die 3 Sterne, dann hier die Faust mit dem Schlagring, das Logo von Team Kuku inklusive Schriftzug. Dann haben wir hier Kuku. Hier ist noch so ein weißer Faden. So. Groß in der Mitte steht da noch Kuku. Hier ebenfalls wieder Team Kuku und die Faust inklusive Schlagring. Und auf der Rückseite haben wir dann einmal hier das Logo der Ukraine. Und hier lesen wir dann Capital Bra in der Mitte. Und rechts auch wieder Logo und Sterne. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Polyacryl. Und das Ganze ist hier von Chapter One, in diesem Fall AKF, also auf keinen Fall, dass hier das Label bzw. der Vertrieb
und der dürfte das Ganze hergestellt haben. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Fanschal in Rot und Grün. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat und unterschrieben, Größe A0. Diese Grinder-Karte in diesem Etui. Die zwei Sticker, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt drei Sticker bei euch. Die Bonus-EP von King Khalil, die Kreide-EP. Die O-Kolleg-EP von Capital Bra. Die Instrumentals, diese drei Inhalte in einer Papphülle. Und natürlich das Album an sich, was insgesamt rein von den Tracks her 14, 5, 5, also 24 Tracks plus 14 Instrumentals macht. Das alles in dieser wunderbaren Box, Makarov Complex von Capital Bra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!